Neuenmarkt Wirsberg im Frankenland. Dort im alten Bahnbetriebswerk hat das Deutsche Dampflokomotivmuseum seine Heimat. Im Freigelände wird man von dieser Schmalspurbahn begrüßt. Viele Museumsexponate sind im Freigelände ausgestellt. Auch die letzte DB-Schnellzuglok 10001 gehört dazu. 64491 ist aus der fränkischen Schweiz gekommen. Der Bubikopf fährt dort Museumszüge im Wiesental zwischen Ebermannstadt und Beringers Mühle. Noch nicht lange in Betrieb ist der sogenannte Kohlenhof. Hautnah kann man hier die Versorgung der Dampfloks erleben. Zum DDM gehört 89-60-24. Sie ähnelt stark der preußischen T3 und stammt von einer Privatbahn. 175 Jahre Eisenbahn in Deutschland ist der Anlass für dieses Dampffestival an Pfingsten 2010 am Fuße der schiefen Ebene. Aus ganz Deutschland sind Sonderzüge gekommen. Aus Österreich sind 01533 und 383101 angereist. Zusammen machen sie sich mit einem Sonderzug über die schiefe Ebene nach Markt Schorgast auf den Weg. Dem langen Zug hilft die Ulmer 58311 nach. Der Kilometer 80 an der schiefen Ebene gehört zu den Fotopunkten. Die Auspuffschläge verraten die Last des Zuges. Im Halbstundentakt sind die Sonderzüge auf der schiefen Ebene unterwegs. Jetzt sind 01118 und 01066 an der Reihe. Diesmal ist es der Bubikopf, der nachhelfen muss.
Für die Frankfurter 01118 und für die Ulmer 0110 ist die Neigung der schiefen Ebene eine Herausforderung. Mit ihren 2 Meter großen Treibrädern sind sie fürs Steigen eigentlich ungeeignet. Ebenfalls zur Hochradfraktion gehört 01509. Stolz trägt sie ihre 1970 bei der DDR-Reichsbahn eingeführte EDV-Nummer. Bernd Kölner ist ein alter 015-Kutscher. Er kennt jede Schraube. Ja, so eine Lokomotive, die muss natürlich auch ständig revidiert werden. Muss überprüft werden, dass alle Verschraubungen fest sind. Auch wenn der Heizer abgeölt hat. Diese Ölverschraubung, die ist sehr wichtig, wenn die verloren geht, schwappt das Öl raus und das Lager geht heiß. Und hier diese Befestigung, auf die Splinte achten. Das ist sehr wichtig, auch mal nach der Temperatur fühlen, wenn man gefahren ist. Die Klangprobe machen, ob die Treibstange keinen Riss hat. Ist ja jede Stange anders. Ein sehr wichtiges Bauteil, die Verbindung zwischen Kreuzkopf und Kolbenstange. Muss fest sein. Die Reko-Baureihe 015 ist der Stolz der Reichsbahn gewesen. Das kann ich nur bestätigen. Das ist diese Maschine, die ist erstens pflegeleicht, leistungsstark, die ist immer zuverlässig. Also ich habe keine schlechte Erfahrung mit der Maschine gemacht und bin viel gefahren. Auch mit den Schwestermaschinen und so weiter. Und ich bin ja bis zum Jahr 2000 noch die 01531 gefahren, die jetzt in Arnstadt im Museum steht und leider nicht betriebsfähig ist. 01509 wird den nächsten Zug über die schiefe Ebene bringen. Im Bahnhof hat sie vor den Zug rangiert. Von oben kehrt ein Sonderzug nach Neuenmarkt-Wirsberg zurück. Ausfahrt. Nur mit Fingerspitzengefühl lässt sich ein Schleudern verhindern. Langsam kommt der Zug in Fahrt. Schon unten werden die Auspuffschläge lang. Trotz Hilfe von 52, 81, 95 der Fränkischen Museumsbahn. Entlang der schiefen Ebene stehen die Fans Spalier. Schönes Frühsommerwetter und nicht weniger als 11 Dampfloks sorgen für die richtige Dampfatmosphäre. Die schiefe Ebene ist eine der bekanntesten Strecken in Deutschland. Auf einer Strecke von 6,8 Kilometern bis nach Marktschorgast muss ein Höhenunterschied von 157,7 Meter überwunden werden. Bernd Kölner hat es mit seiner 01509 fast geschafft.
Die Fans am Kilometer 80 warten bereits. Am späten Nachmittag machen sich die Sonderzüge auf den Rückweg. Nach Passau ist 01533 unterwegs. Sie gehört heute der Österreichischen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte. Auch sie hat einen langen Sonderzug am Haken. Eine Last, die für Sound und Dampfwolken sorgt.